Ich bemühe mich, durch intensive Arbeit über den tatenlosen Irrsinn der Zeit hinwegzukommen. So lächerlich gleichgültig wird einem auf Dauer dieses ganze politische Gangstertum und man befindet sich am wohlsten auf der Insel seiner Seele. Am 18. Juli 1937 wird in Anwesenheit Adolf Hitlers in München das Haus der deutschen Kunst eröffnet. Jede wahre Kunst muss ihren Werken den Stempel des Schönen aufprägen. Alles Gesunde, aber allein ist richtig und natürlich. Alles Richtige und Natürliche ist damit schön. Für die moderne Malerei hat Hitler nur Verachtung und Häme. Die Zukunft ihrer Vertreter sieht unter der Herrschaft der Nationalsozialisten düster aus. Am 19. Juli öffnet in den Hofgartenarkaden die Ausstellung Entartete Kunst ihre Pforten. Auch Beckmann-Gemälde sind unter den Exponaten, die aus 32 deutschen Museen konfisziert wurden. Über 3 Millionen Besucher sehen die Kunstwerke der Wanderschau. Für lange Zeit zum letzten Mal. Max Beckmann und seine Frau Quappi hören die Hitlerrede im Radio und verlassen am Tag darauf Deutschland. Der Maler ist 53 Jahre alt, Quappi 33. Beide werden nie wieder in ihre Heimat zurückkehren. Ziel der Reise ist Amsterdam. Ich will vorläufig erst einmal hier bleiben. Als Übergang ist Amsterdam nicht schlecht. Der Maler plant, von hier aus nach Amerika zu emigrieren. Doch das Schicksal will es anders. Er wird 10 Jahre in Amsterdam bleiben. Das erste Selbstbildnis im Exil zeigt einen Mann, der die Ketten selbst noch festhält, obgleich die Fessel um den Hals gesprengt ist. Der Befreite, nennt der Künstler es sarkastisch. Der konkreten Gefahr durch das drohende Malverbot konnte er zwar entkommen, aber um welchen Preis? Er ist jetzt heimatlos. Ein Gefangener in der selbstgewählten Fremde. Ein Freund vermittelt dem Ehepaar eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Rokin 84. Etwas beengt, aber unter dem Dach findet der Maler in einem großen Tabakspeicher den geeigneten Raum für sein Atelier. Der König im Narrengewand trägt die Züge des Malers. Die Königin ähnelt Quappi. Der Gemahl möchte ihr Schutz gewähren, wirkt aber selbst verletzlich und schutzlos. Rückzug, stillhalten ist seine Überlebensstrategie. Der Künstler hatte das Werk Jahre zuvor in Berlin abgeschlossen. In Amsterdam überarbeitet er es, passt es seiner veränderten Situation an. Er verstärkt die Schwarzkonturen, überzieht die Personen mit einem Schatten. In den Niederlanden ist Max Beckmann kein König mehr. Keiner kennt ihn dort. Nichts soll mich mehr aus der Fassung bringen. Bitte nicht zu vergessen. Er wohnt mitten in der Stadt, nicht wie andere Emigranten an der Peripherie. Beckmann braucht das lebendige Treiben, versucht auch in Amsterdam seine Gewohnheiten zu pflegen. Täglich erkundet er neue Viertel. Noch kann er es sich leisten, nach seinen Streifzügen in Cafés und Restaurants einzukehren. Manche wecken wehmütige Erinnerungen an seine Zeit in Frankfurt. Entdeckte neue Gegenden. Recht hübsch. Mittagessen im Amstelhotel. In der Halle viel an den Frankfurter Hof gedacht. Der gebürtige Leipziger war während des Ersten Weltkriegs nach Frankfurt gezogen und lebte dort bis 1932. In den 20er Jahren hatte sich der Erfolg eingestellt.
Der gefeierte Maler steht im Mittelpunkt des kulturellen Lebens. Freunde trifft er nach ausgedehntem Spaziergang bevorzugt im Frankfurter Hof. Hotels, Bars, gesellschaftliche Anlässe üben seit jeher große Faszination auf ihn aus. Max Beckmann, der distanzierte Beobachter, der einsame Seher, ist Eremit und Salonlöwe zugleich. Die Menschen, die er studiert, bevölkern später seine Bilder. Tanz in Baden-Baden karikiert das Treiben der Neureichen, entlarvt die menschliche Existenz als Jahrmarkt der Eitelkeiten, der betriebsamen Leere. Auch in Gesellschaft Gleicher bleibt der Einzelne isoliert. So lautet die sehr persönliche Botschaft des Malers. Liebenswürdige, nette Leute, aber fühle mich doch immer einsam unter Menschen. Mathilde von Kaulbach, genannt Quappi, lindert seine Einsamkeit. Nach der einvernehmlichen Trennung von seiner ersten Frau Mina Tube, mit der er einen Sohn hat, heiratet er Quappi. Sie ist seine große Liebe und Muse. Das Paar unternimmt ausgedehnte Reisen, sucht Inspiration in Paris und Erholung an der Riviera. Quappis Aufnahmen enthüllen die heitere Seite des Ehemanns. Beckmanns Erfolg und Erlebnisse der 20er Jahre beeinflussen sowohl die Wahl seiner Bildthemen als auch die gestalterischen Mittel. Ich male Porträts, Stillleben, Landschaften, schöne Frauen und groteske Scheusäle, badende Menschen und weibliche Akte. Kurz, ein Leben. Ein einfach daseinendes Leben, ohne Gedanken oder Idee. Erfüllt von Farben und Formen aus der Natur und aus mir selber. So schön wie möglich. Man kann auch mit der Kunst die Welt beherrschen, durch Beeinflussung des Gehirns und der Augen. Selbstbewusst demonstriert Beckmann seine Stellung innerhalb der Gesellschaft, präsentiert sich als Künstler und eleganter Großbürger. Seit Oktober 1925 lehrt er an der renommierten Frankfurter Städelschule. Museen widmen ihm Einzelausstellungen. Händler verkaufen seine Bilder in Europa und Amerika. 1928 erhält er den Reichsehrenpreis deutscher Kunst. Den Frühsommer desselben Jahres verbringt er mit seiner jungen Frau im vornehmen holländischen Badeort Scheveningen. Die Landschaften, die nach seiner Rückkehr im Frankfurter Atelier entstehen, zeigen Natur nicht als existenzielle Erfahrung, sondern als touristisches Erlebnis. Badekabine Grün gibt den subjektiven Blick des Künstlers wieder. Perspektiv- und Maßstabswechsel, mit denen er den Bildraum konstruiert, betonen seine Anwesenheit ebenso wie seine persönlichen Utensilien, etwa sein Lieblingsroman Titan von Jean Paul. Anfang der 30er Jahre findet die unbeschwerte Zeit ein jähes Ende. Seit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 ist Beckmanns Malerei schärfsten Angriffen ausgesetzt. Seine Werke werden, wie die aller anderen modernen Künstler, nach und nach aus Galerien und Museen entfernt. 1933 entlassen ihn die neuen Machthaber aus seiner Lehrtätigkeit an der Städelschule. Er geht nach Berlin, in der Hoffnung, in der anonymen Großstadt ungestört arbeiten zu können. So enden die Frankfurter Jahre für Max Beckmann mit dem bitteren Erlebnis der Diffamierung als entarteter Künstler.
Selbstbildnis im Hotel zeigt einen Menschen, der sich zurückzieht auf die Insel seiner Seele. Rücksichtslose Erkenntnis und Kritik des eigenen Ichs fordert der Maler als Voraussetzung für die Glaubwürdigkeit seines Werks. Sein Leben, seine Erfahrungen fließen ein in seine Bilder, ebenso wie sein immenses Wissen. Er beschäftigt sich mit Literatur, Mythologie und den Weltreligionen. Mit seiner Kunst will er ergründen, was sich hinter dem Schein der Realität verbirgt. Begibt er sich auf die Suche nach dem Selbst und nach einem höheren Wesen. Mit der Wahl des Triptychons verleiht Beckmann seiner Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen künstlerisches Gewicht. Die Versuchung. Hier verdichtet der Maler ein Thema, das sich durch sein gesamtes Werk zieht. Das Schicksal des Menschen, an die Materie gebunden zu sein, an den Körper mit all seinen Bedürfnissen, Begierden und Gebrechen. Der Geschlechtlichkeit unterworfen und der Verstrickung von Mann und Frau. Diese Unfreiheit drückt Beckmann immer wieder im Motiv der Fesselung aus. Der Hotelboy trägt eine Krone auf dem Tablett, Symbol für eine weitere Versuchung, die Macht. Beckmanns Symbolik lässt sich nicht immer so eindeutig entschlüsseln. Mein Bild kann nur zu Menschen sprechen, die bewusst oder unbewusst ungefähr den gleichen metaphysischen Code in sich tragen. Auch der Mann im Mittelbild ist der Anziehung einer Frau ausgesetzt. Odysseus gleich entzieht er sich ihren Verführungskünsten durch Selbstfesselung. Scheu betrachtet er die abgewandte Schöne, scheint sich mit dem Unabänderlichen abzufinden. Die Versuchung ist das letzte Triptychon, das Beckmann in Deutschland vollendet. Die neue Idee, die der Künstler zu formen hat, ist Selbstverantwortung. Wir haben nichts mehr von außen zu erwarten, nur noch von uns selbst. In einer Zeit, in der die existenzielle Unfreiheit von der konkreten Bedrohung der äußeren Freiheit überlagert wird, liegt der Ausweg für den Maler nicht in Kampf und Widerstand, sondern in der Emigration. Seine Heimat zu verlassen, bedeutet die Aufgabe der meisten sozialen und künstlerischen Beziehungen. Ich erwachte und sah mich in Holland, inmitten einer grenzenlosen Verwirrung der Welt. Aber mein Glaube an eine endliche Erlösung war neu gestärkt. Beckmann findet sich schnell in Amsterdam zurecht. Tägliche Spaziergänge und Radtouren bringen ihm die Stadt und das Plättbrettland, wie er es nennt, näher. Vor allem aber stürzt er sich in die Arbeit. In den 10 Jahren im Exil entsteht ein Drittel seines Oeuvres. Habe soeben beschlossen, mein Leben mit aller Energie zu Ende zu leben. Das erste Figurenbild, das in Amsterdam entsteht. Geburt. Die Mutter ist erschöpft von den Strapazen. Mit ihrem Kind hat sie, so Beckmann, die höchste Form des Lebens, die Freiheit, hervorgebracht. Schon bei der Geburt lauert zwar der Tod im Hintergrund, aber jetzt lebt das Kind und allein darin liegt Hoffnung. Wasser, Blumen und Kerze deuten auf den ewigen Kreislauf von Werden und Vergehen, mit dem sich der Künstler auch philosophisch auseinandersetzt.
So erstaunt es nicht, dass er im folgenden Jahr dieses Bild vollendet. Geburt und Tod beziehen sich als einzige seiner Werke direkt aufeinander. Das Licht des Lebens ist erloschen. Angsteinflößende Fabelwesen begleiten den Übergang ins Jenseits. Die den Fisch umschlingende Frau symbolisiert Sexualität. Die Tote entschwebt nicht ins Licht, steckt vielmehr in einem Zwischenreich, beunruhigenden Plagen ausgesetzt. Wahrscheinlich stellt Beckmann das Kama Loka dar. Theosophische Schriften beschreiben diese erste Phase des langwierigen Sterbeprozesses, in dem Tote als Prüfung noch einmal mit allen irdischen Begierden und Leidenschaften konfrontiert werden. Was kommt nach dem Tod? Beckmanns Tagebucheintragungen verdeutlichen, wie sehr ihn diese Frage beschäftigt hat. Gespräche über Diesseits und Jenseits. Wie kann sich jemand in nichts auflösen? Einmal müssen doch die schwarzen Wellen des Nichts über mir zusammenschlagen. Nun, ich bin darauf gefasst, wieder ein Nichts zu werden, trotzdem ich mir so große Mühe gegeben habe, ein Ich zu werden. Immer wieder erinnert sich Beckmann daran, das Leben nicht zu ernst zu nehmen. Verzweiflung und trotzige Aufrufe zum Weitermachen liegen dicht beieinander. Er liebt es auszugehen, manchmal in Begleitung von Quappi. Aber oft erkundet er das Amsterdamer Nachtleben alleine. Musik, Kabarett, Varieté sind für ihn Quellen der Inspiration. Abends im GT viele Bilder gedacht. Seine Beobachtungen fließen ein in zeitübergreifende, allgemeingültige Bilder, Metaphern des Lebens. Mit Damenkapelle greift der Nachtschwärmer ein Motiv aus den 20er Jahren auf. Und auch ein bekanntes Thema: Einsamkeit. Keiner der Anwesenden nimmt Notiz vom anderen. Nicht einmal die Musikerinnen beziehen sich aufeinander. Beckmann arbeitete meist sehr lange an einem Gemälde und immer an mehreren gleichzeitig. Auch Damenkapelle übermalte er wiederholt. Selbstbildnis mit Trompete. Ein Freund schreibt: Sein Blick folgt dem Schall eines Hornrufes, den er soeben wie eine Botschaft ausgesendet hat. Er scheint zu lauschen, ein fernes Echo zu erwarten. Aber da ist kein Widerhall, nur eine große Stille. Die Zeit von Oktober 1938 bis Juni 1939 verbringt das Ehepaar in Paris. Der Maler genießt die rege, weltoffene Kunstszene und versucht von hier aus seine Präsenz auf dem internationalen Kunstmarkt auszubauen. Von Paris aus fährt Beckmann noch zweimal an die geliebte Côte d'Azur. Die südliche Lebensart, die Wärme, das besondere Licht in Südfrankreich geben ihm neue Kraft und Anregung. Nach seiner Reise mit Quappi im April 1939 schreibt er: Cap Martin hat mir ganz großartig getan und alle meine Nerven und Ideen neu gefärbt. Ganz neue Sachen sind mir aufgegangen. Und ich werde 20 Jahre zu tun haben, um alles zu realisieren. Die Mittel-
Mittelmeerbilder entstehen alle nach seiner Rückkehr im Amsterdamer Atelier. Beckmann geht immer vom Gegenständlichen aus. Ich suche nach der Brücke, die vom Sichtbaren ins Unsichtbare führt. Die Realität, die jeder kennt, und die Welt, die hinter dieser wahrnehmbaren Realität liegt, sichtbar zu machen, darin liegt die Aufgabe des Künstlers. Das Mysterium des Seins greifbar zu machen. Am 1. September 1939 greift Deutschland Polen an und löst damit den Zweiten Weltkrieg aus. Beckmanns von fernöstlicher Philosophie geprägte Überzeugung, dass Kriege führen und Frieden schließen auch zum Lauf der Welt gehörten, verhindert nicht, dass er zutiefst betroffen ist. In seinem Tagebuch beschreibt er seine Stimmung oft als très déprimé. Er sucht Zuflucht in der Malerei. Übertrieben stark an Perseus gearbeitet, daher ziemlich down. Luftalarm. Perseus endgültig fertig. Gestaltung ist Erlösung. In dem Triptychon Perseus stellt Beckmann den Helden nicht als edlen Ritter, sondern als blonden Wüstling dar, der zwar das Monster bezwingt und Andromeda rettet, sie aber brutal kopfüber packt und zusammen mit der Drachenschlange wie eine erlegte Beute ins Boot schleppt. Ein Raub, der als Befreiung verbrämt wird. Eine Anspielung auf die deutsche Kriegspolitik. Im rechten Bild sind Mann und Frau in einem Käfig gefangen. Voneinander abgewandt, einsam und hilflos, müssen sie zusehen, wie die Welt brennt. Das Triptychon bezieht sich nicht auf ein konkretes Ereignis, sondern erzählt von Brutalität und Zerstörung als immer wiederkehrendem Phänomen. Die Welt des Zirkus zieht den Künstler magisch an. In Amsterdam ist er Dauergast im Königlichen Theater Carré. Im Grunde handelt es sich immer um das Theater des Lebens und vielleicht um das, was dahinter ist. Das Leben, nur ein Spiel mit verteilten Rollen? Mit seinen Artistendarstellungen führt uns Beckmann alle Facetten des menschlichen Daseins vor Augen. Große Konzentration, aber auch Zweifel und Verletzlichkeit spiegeln sich in diesem Gesicht. Wie der Akrobat in schwindelnder Höhe über den anwesenden Menschen schwebt, so bewegt sich auch der Künstler in einer höheren Sphäre, führt ein einsames Leben, stets vom Absturz bedroht. Mit seinen Zirkusbildern schafft er einen Raum für Ängste, Hoffnungen, Leidenschaften und Verzweiflung. Gleichzeitig tröstet ihn die Vorstellung vom menschlichen Dasein als Inszenierung. Wenn man dies alles, den ganzen Krieg oder auch das ganze Leben nur als eine Szene im Theater der Unendlichkeit auffasst, ist vieles leichter zu ertragen. Am 10. Mai 1940 überfallen deutsche Truppen Holland, Belgien und Luxemburg ohne Kriegserklärung. Rotterdam wird wenige Tage später, noch während der Übergabeverhandlungen um die Stadt, durch einen deutschen Luftangriff zerstört. Beckmann ist erschüttert. Hier in Holland kommt dann der Krieg auch her. Und ich werde dann eingesperrt und komme dort um oder werde von der Bombe getroffen. Nun, es ist mir auch recht, wenn es nur schnell geht. Und allein. Schade nur, ich kann wirklich ganz gut malen.
Aber vielleicht habe ich auch darin genug geleistet. Er spricht sich immer wieder Mut zu. Diese Rolle, die du jetzt spielst, ist deine schwerste, aber auch die größte, die dir das Leben bieten kann. Vergiss das nicht. Max Beckmann. Trotz deutscher Besatzung bleiben einige Hotels, Restaurants und Bars geöffnet. Befreundeten Kunsthändlern gelingt es bis Ende 1942, seine Gemälde zu verkaufen. Auch sein Sohn Peter kommt so oft es geht und bringt Bilder nach Deutschland. So kann es sich Beckmann weiterhin leisten, täglich auszugehen. Im Wintergarten des Krasnapolski-Hotels ist er oft zu Mittag. Peter suchte gestern 7 Bilder aus, dann Pierre und ich im Wintergarten und viele Gespräche. Seit der deutschen Besatzung fürchtet der Exilant mehrmals verhaftet zu werden und fühlt sich immer mehr in die Isolation gedrängt. Trotzig schafft er sich im Leben, wie auch in seinen Bildern, Gegenwelten. Das Doppelbildnis zeigt einen entschlossenen Künstler, liebevoll unterstützt von seiner Frau. Abends Sekt mit Quappi im American. Im Café des American Hotels trifft Beckmann Freunde. Oder er amüsiert sich ohne Begleitung. Allein sein, das Schönste. Selbstporträt in Bar fertig. Lass dich nicht verleiten, die Dinge zu wichtig zu nehmen. Es ist ja nur Leerlauf. Und letzten Endes bist du all ein. Großstädtische Vergnügungsviertel üben seit jeher starke Anziehungskraft auf den Maler aus. Auch in Amsterdam sind herausgeputzte Damen der Halbwelt Motiv einiger Bilder. Zwei Frauen ist eines der zahlreichen Werke, die Beckmanns Sohn Peter in einem Sanitätstransport nach Deutschland brachte, um es dort dem befreundeten Kunsthändler Günther Franke anzuvertrauen. Afternoon. Eine surreale Szene zwischen Wachen und Traum. Ein Ringen zwischen Verführung und Abwehr, zwischen Begierde und Abscheu. Der kalte Zorn herrscht in meiner Seele. Soll man denn nie von dieser ewigen, scheußlichen, vegetativen Körperlichkeit kommen? Ach Gott, ja, man bejammert ja immer die Lüste des Fleisches. Mein Gott, was hätten wir denn sonst noch, wenn nicht wenigstens die Illusion des Wunsches vorhanden wäre? Abends, trotz Verbot, mit elektrischem Licht, ohne Verdunklung gearbeitet. Na, ich will nicht melancholisch werden. In einer Zeit, in der sich Beckmanns Bewegungsradius auf das nächste Umfeld von Amsterdam beschränkt, malt er seine schönsten Mittelmeerbilder. Sie entstehen aus Sehnsucht. Sind gemalte Wunschträume. Die Erinnerung an den Süden wird für den Künstler zur überlebensnotwendigen imaginären Zufluchtsstätte. Ein Foto der 5 Jahre zurückliegenden Riviera-Reise inspiriert ihn, diesen Blick zu malen. Schwimmbad auf Cap Martin fertig. Übermüdet wie immer. 150 Kilometer vor Verdun. Die Realität? Sein großes Bedürfnis nach Natur, Weite und Meer kann Beckmann nur noch an der nahegelegenen holländischen Küste stillen. Unbändiger Lebenswille, gemischt mit Zorn und Resignation, toben durcheinander.
Ist alles letzten Endes nutzlos oder bin ich noch immer nicht weit genug? Endlos dunkle Wolken vor einem bleifarbenen Strand. Trostlose Sonntagsstimmung überall fraß ich mir ins Herz. Im Gegensatz zu den heiteren Riviera-Bildern spiegelt sich hier die Tristesse der realen Situation. Gitterstrukturen, Tarnnetze und Panzersperren verbauen den Blick aufs offene Meer. Ein konkreter Bezug. 1942 wird auch der Strand abgeriegelt. Darüber hinaus ein Bild für Unfreiheit und eine düstere Zukunft. Chaos und Unordnung, wohin man blickt. Bei alledem den Kopf hochzuhalten ist nicht einfach. Dunkel ist das Leben, ist der Tod. Beckmann sympathisiert mit den Arbeitern, die 1941 als Protest gegen die Deportation von Juden zum Streik aufrufen. Eine der wenigen öffentlichen Protestaktionen im besetzten Europa. Die Deutschen antworten auf den Februarstreik mit der Seeblockade. Die Lage in Amsterdam verschlechtert sich dramatisch. Streik beendet. Scheußliches Wetter. Braunes Meer fertig. Die braunen Wellen drücken ein Boot mit den Farben der niederländischen Flagge an den Strand. Tote Möwen. Die Symbolik ist eindeutig. Die Kunst hält ihn am Leben. Die Arbeit ist ein wichtiger Faktor zu einer anständigen Selbsthypnose. Und so wird sie dann auch von mir noch immer mit zäher Energie weiterentwickelt. Im Vondelpark spaziert. Den festen Entschluss, dieses Leben zu Ende zu leben. Ich wollte ja nur Zuschauer sein in diesem Traum. Im Winter 1944 wird der Park geschlossen, weil die Amsterdamer in ihrer Not Bäume für Brennholz fällen. Beckmann hat keine Ausgehmöglichkeiten mehr. 1944 malt er das Selbstbildnis in Schwarz. Seine persönliche Notlage hat den Höhepunkt erreicht. Herzprobleme und Schlaflosigkeit deprimieren ihn. Nahrungsmittel werden knapp. Peter kann nicht mehr einreisen. Nur noch einem befreundeten Amsterdamer Kunsthändler gelingt es, das eine oder andere Bild zu verkaufen. Blonde Dame mit Capuchon an einem Morgen fertig gemacht. Sehr übermüdet dadurch. Letzter Tag meiner Jugend. Morgen werden wir 60. Immerhin. Viel Hoffnung ist nicht mehr. Aber arbeiten kann ich immer noch. Ja, glauben Sie denn, dass ich dies ohne Quappi aushalten könnte? Sie ist ein Engel, den man mir geschickt hat, damit ich meine Arbeit fertig bringe. Ohne sie könnte ich das alles nicht bewältigen. Es ist mir, als könnte ich mit dir vereinigt den dunklen und unbekannten Mächten, die uns umgeben, Trotz bieten. Mit Quappi großer Ausflug ans Meer, genoss einige Stunden des Glücks in Marken. Immer wieder weiter, durch alle Arglist der Welt. Wo ist der geheime Faden, der uns führt aus dem Labyrinth der Sinne? Setz dich wieder vor deine Leinwand. Warum, o armer Maler? Noch lebe ich, trotz und alledem. Mein Wille ist noch stark.
Am 31. Mai 1944 wird Beckmann im Alter von 60 Jahren noch einmal gemustert. Quappi schreibt: Max und ich waren durch diese Vorladungen jedes Mal der Verzweiflung nahe. Max Beckmann wird diesmal endgültig für untauglich erklärt. Was willst du eigentlich, du alter Esel? Es geht dir doch ganz gut, also sei still. Am Morgen, während Luftgefecht über der Stadt, beendigte ich die Reise wohl so ziemlich. Vielleicht mache ich noch was dran, aber im Wesentlichen ist sie wohl fertig. Die Reise stellt eine rätselhafte, skurrile Abschiedsszene dar. Menschen, die in eine ungewisse Zukunft aufbrechen. Sehr schön mit Quappi im Zoo, wo wir alle unsere Freunde herzlich begrüßten. Marinus bekam Brot zu fressen. Auch der Zoo gehört zu den kleinen Fluchten des Malers. Wenn er das Nilpferd Auguste ruft, kommt es aus dem Wasser. Müde im Zoo, deprimé, Zweifel an mir und allem, kurz das Übliche. Ende 1944 spitzt sich die Situation dramatisch zu. Im Hungerwinter sterben 20.000 Menschen. Lage hier ziemlich verzweifelt. Hungersnot, kein Licht mehr, Holz, Kohlen etc. Wenn ich male, vergesse ich alles. Das sind noch Stunden, in denen ich lebe. Fauler, müder Tag. Morgens Gemüse eingekauft in Jordan, Endivien und Rotkohl, selbst nach Hause geschleppt. Nachmittag, Don Juan Bar endgültig geschlossen. Ende 1944 reißen alle Kontakte nach Deutschland ab. Die Beckmanns leben von Ersparnissen. Sie versuchen, auf dem Schwarzmarkt Lebensmittel zu bekommen. In Jordan Käse und Öl gekauft. Letzte Russenoffensive bei Küstrin. Das Leben ist ein Spiel, das von Anfang an verloren ist. Nach dem offiziellen Kriegsende im Mai 1945 malt Beckmann vermehrt holländische Motive. Ein Amsterdamer Haus, eine Schiffswerft und den zerstörten Flughafen Schiphol. Ein wehmütiger Blick auf das Exilland, im Bewusstsein, dass er es bald verlassen wird. Das erste Selbstbildnis nach Kriegsende. Deutschland im Sterben, et moi. All hier nimmt allgemeine Verwirrung zu und auch sonst ist meine Stimmung düster. Der Fondelpark und die Strände sind endlich wieder frei zugänglich. Mit Quappi am Meer. Sehr herrlich grau, wild und ziemlich allein. Wieder das Alte ohne die Ferienmenschen. Und zur linken Seite das weiße, fast raumlose Unendliche. Überall langsam Friedensberuhigung. Ob wir bleiben können? Alle sagen es. Zurück aus Laren, wo wir viel spazieren gehen. Allgemeinzustand natürlich besser als vor 4 Wochen. Fast kein Weh mehr. Und also zu neuen Leinwandtaten aufgemöbelt. Eine für Beckmann überraschend idyllische Landschaft, die allerdings einen von Nadelbäumen und Windmühlen eingeschränkten Raum wiedergibt.
nicht die weite holländische Ebene. Larener Landschaft doch gut, machte mich wieder guter Laune. Habe doch Talent. Im Frühling 46 geht der Künstler fast jeden zweiten Tag ins Varieté des Tuschinski-Theaters. Die Beckmanns planen ihre Emigration nach Amerika. Historischer Tag. War auf dem amerikanischen Konsulat und anstandslos ging Unterschrift aller Papiere vor sich. Sind bereits auf dem Weg nach Amerika. War ein recht angenehmes Gefühl. Ich dann alleine ins Gitté im Tuschinski, wo mein Herz entzückt wurde von einem neuen Tänzerpaar. Begin the Begin endlich fertig. Puh, Sauarbeit. Aber ist großartig geworden. Das Bild bezieht sich auf einen Cole Porter-Song und den Modetanz Begin. Keine fröhliche Tanzszene, wie bei Beckmann auch nicht anders zu erwarten. Der schwungvolle Tänzer ist kriegsbeschädigt. Als Beckmann im August 47 das lang ersehnte Visum für die Einreise nach Amerika erhält, bekommt er Zweifel. Tiefe Angst und Bekümmernis wegen der Reise. Größter Unsinn to do. Aber trotzdem. Mit diesem unerbittlichen Trotzdem und seiner schöpferischen Kraft stemmt sich der Maler ein Leben lang gegen die existenzielle und die konkrete Unfreiheit. Cabins, eine Reminiszenz an die Schiffspassage. Auch dieses Bild schildert eine verwirrte Welt, voller Rätsel und Anspielungen. Beckmann hat Erfolg in Amerika. Er lehrt als Gastprofessor, verkauft Bilder, reist viel und ist dennoch nicht zufrieden. Zurück nach Holland, mein einziger Wunsch. Die Sehnsucht nach dem alten Europa hört nicht auf. Bei einem Spaziergang bricht Max Beckmann am 27. Dezember 1950 zusammen und stirbt im Alter von 66 Jahren an Herzversagen. Trost ist der sichere Glaube an die Unrealität des Lebens, hinter dem vielleicht die wirkliche Wahrheit liegt. Und um sie zu finden, das heißt Leben und Sterben. Immer wieder aufs Neue leben und sterben, bis wir da angelangt sind, wo es keine Erfahrung mehr gibt. Nur noch absolutes Wissen. Je intensiver man zu sich selber kommt, umso eher kommt man ihm oder dem Absoluten näher. Das ist das Ziel und der Trost.